Jo, hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen, naja, ich sag mal, ein bisschen, vielleicht längerer Serie. Und zwar endlich ein Spiel, auf das ich schon ewig gewartet habe. Und zwar ist das Solvarium. Vielleicht kennst du der ein oder andere schon. Auf jeden Fall, es erinnert ein bisschen an das Spiel Stalker, an die Stalker-Reihe, Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat oder Clear Sky. Da ja nun da kein zweiter Teil rauskam, endlich leider, haben wir nur auf das Spiel gewartet, sehr viele. Es ist endlich in der Open Beta Version. Und ich habe es gestern mal gespielt, schon, weil ich wollte einfach, es war so geil. Ich dachte, das muss ich einfach mal eine Öffnung für euch machen und das mal zeigen. Das ist ein bisschen rundenbasierter Shooter, so Endzeitmäßig. Es gibt auch ein In-game Shop, aber der ist zurzeit, also der ist zum Glück noch nicht so overpowered. Ich hoffe, das wird auch noch nicht so werden. Und ja, wir sehen gerade hier, ich bin gerade im, das ist wie ein Hauptmenü hier. Es gibt also kein richtiges Hauptmenü, sondern nur dieses, ja, dieses Overlay hier mit dem Charakter. Und da seht ihr hier mein Level, ich bin jetzt schon Level 2. Dann seht ihr hier meine Rubel, mein normales Geld und die Ingame-Währung, das ist so wie Goldbarren halt. Wo ihr zum Beispiel jetzt Premium-Konto, da bekommt ihr halt 50% mehr EP oder mehr PvP-Rating und so. Das lege ich jetzt keinen richtigen Wert drauf, weil es mich eigentlich egal, für mich hat das Spielspaß. Genau, jetzt zeige ich mal, das ist der Charakter, das Charakterbildschirm. Machen wir den Chat aus. Verschieben kann man das leider nicht. Ihr habt hier einige Skills. Deutsche Übersetzung ist leider noch nicht so toll. So, dann haben wir zum Beispiel schnelle Reaktion. Das ist komisch geschrieben. Das heißt einfach, man legt schon an. Das ist wirklich sehr, ja, realistisch aufgebaut. Man ist so wirklich bei ein bis zwei Schüssen tot. Das sind also erstmal die Skills. Die zeige ich euch bitte nochmal. Vielleicht schaffen wir ja ein Level Up. Ich bin jetzt schon hier zur Hälfte hoch. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht nicht. Es sind gerade nur 556 Spieler online. Vor 6 Stunden waren es noch 18.000. Dazu zu sagen, es ist so gerade knapp um 7 früh bei mir. Und deswegen entschuldigt, wenn ich nebenbei gleich mal einen Schluck Käffchen trinke. Das brauche ich gerade einfach. Genau. Ich hoffe, dass mit der Aufnahme ein bisschen alles klappt, weil noch kann ich nur mit Fraps aufnehmen zurzeit, weil das Spiel dann nicht mein richtiges Programm unterstützt. Also wenn es manchmal so FPS-Schwankungen kommt, dann tut mir das leid. Genau, da haben wir hier die Objekte. Hier haben wir zum Beispiel zwei Profile bis jetzt für die Waffen. Das dritte bekommt man dann mit Premium. Genau, nur mit einem Premium-Konto, das macht ja nichts. Man kann immer eine Waffe, eine große mitnehmen und eine kleine. Am Anfang hat man die Auswahl, dass man eine Mosin, so ein bisschen als Scharfschütze, oder eine PPSH mitnimmt, als MG, also mit MG halt, und halt eine Pistole. Genau, da haben wir so einen Artefaktbehälter, da kann man sogar im Kampf Artefakte sammeln, das wollte ich schon ausrüsten. Das Schöne ist, man sieht da wirklich alles außerhalb des Kampfes, also man sieht jedes Ausrüstungspäckchen. Ja. Das ist eigentlich schon das Wichtigste. Dann habt ihr hier den Markt. Zum Markt gibt es dann hier auch noch die verschiedenen Fraktionen. Die zeige ich euch hier mal. Und zwar gibt es hier das ist der Fortschrittsbalken für jede Mission. Man hat immer 24 Stunden Zeit, eine Mission. Ansonsten gibt es bestimmte neue. Und dafür gibt es immer Geld. Und es gibt Reputation. Also das ist diese Level-Ups für die jeweilige Fraktion. Es gibt zum Beispiel die Landstreicher. Und den schwarzen Markt zum Beispiel, zur Zeit. Die Armee der Wiedergeburt ist wahrscheinlich noch nie da, wegen der Beta. Ich bin jetzt, schwarzer Markt natürlich viel besser, was illegal ist, aber die konzentrieren sich auf Nahkampfwaffen und die Landstreicher auf mehr so, oh ja, es merkt schon, wie es teilweise leckt. Ich hoffe, es funktioniert mit dem Spiel dann ein bisschen. Und die Landstreicher mehr so auf Scharfschützengewehre, deswegen habe ich die genommen. Unsere Missionszeit sind eine Batterie,
eine Granate, also jemand mit der Granate töten und eine Artefaktsuche. Ja, Artefaktsuche ist zurzeit wahrscheinlich eher im Freeplay. Gibt es auch noch was? Zurzeit gibt es nämlich nur 1 vs 1. Ladegerät, das ist wie Capture the Flag. Man muss halt Batterien finden von anderen und in die eigene Base bringen. Und dann gibt es noch Team Deathmatch, da geht er 150 Respawn-Tickets. Und wer zuerst 0 hat, verliert. Oder 1 vs 1 halt, das Klassische. Es wird bald noch ein freies Spiel geben. Mit einem Übungskampf, da freue ich mich schon drauf. Freies Spiel wird dann so sein, dass man wie in einem Open-World-Game rumstreift, Sachen sucht. Und halt andere PvP, also wie ein bisschen wie DayZ. Nur halt nie ganz so verschärft halt. Genau, deutsche Übersetzung ist halt noch, naja, nicht so toll. Dann haben wir hier den Markt. Das sind die Schotterkits für halt Gold, Echtgeld. Die Waffen. Dann gibt's, was denn das? Tornado? Getränke? Ah, okay, Bewegungsgeschwindigkeit, also ein bisschen Boost, kann man halt für Rubel kaufen. Das ist halt das Gute, man kann wirklich alles für das normale Geld in-game auch kaufen. Ist zwar klar, ist ein bisschen teurer, weil es ein bisschen schwer zu verdienen, aber einen richtigen fetten Kampf. Ich hatte 15 Kampf, da hatte ich 36, 12. Und da hatte ich knapp 3000 Rubel, also von daher geht's eigentlich soweit. Munition für Standard und Reparatur ist alles kostenlos. Und dann gibt es halt hier genau die unabhängigen Händler, die verkaufen für jeden alles. Dann gibt es die Landstreicherhändler, seht ihr hier schon, die Scharfschützengewehre. Und dann gibt es noch die Schwarzmarkthändler und da sieht man schon hier eine Pumpgun halt und eine AK. Genau, ich würde einen labern man nicht viel und direkt mal ein Spiel suchen, vielleicht finden wir ja. Das Problem ist jetzt in dem Match Level 1 bis 2, normalerweise ist im Level bis Level 4 ist 0 bis 1. Aber da so wenig online sind, müssen wir jetzt hoffen, und da schwebt eine Munitionsbox vor mir. Müssen wir jetzt hoffen, dass wir nie jetzt ein Level mit einem Level 20er kriegen oder so, weil das wird dann relativ schwer werden. Normalerweise ist auch, wollte ich mit einem Kumpel spielen, das werden wir auch noch machen auf jeden Fall, wenn das gut klappt, bitte auch noch mit Fraps. Dass wir mit ein paar Leuten spielen, ich weiß nicht, wie das ist, dass man ohne Premium, wie viele Gruppen man da ein, also wie viele Leute man da einladen kann. Vielleicht gründen wir einen eigenen Clan für Zuschauer, wenn ihr Lust habt, bitte spielen. Könnt ihr gerne anschreiben, machen wir das, kein Problem. Und ja, da suchen wir mal Match Level. 1 bis 2, es wird schwer werden. Das Schöne ist halt, man kann auf, man sucht halt und ich weiß nicht, was das bedeutet hier. Ich denke mal, das ist der Ping oder die Spieleranzahl, ich weiß es nicht. Und man kann halt nebenbei trotzdem noch. Oh, das ist ja cool. Sehe ich jetzt erst. Geht ja mal auf alle Waffen, da kann ich euch mal zeigen, was es gibt. An Pistolen haben wir jetzt zum Beispiel das alles. Aufseher und so, das ist halt alles der Rang von der jeweiligen Fraktion. Dann haben wir hier noch die, ja, die MPs. Dann die Sturmgewehre. Es ist halt. Ah, es war, das ist halt viel an das Spiel Stalker bezogen. Also wer das Spiel Stalker nicht kennt, sollte sich mal vielleicht da ein Let's Play anschauen irgendwo. Ist schon relativ geil. Dann haben wir die MGs. Es ist natürlich alles noch besser, es ist noch nie alles fertig. Das sind jetzt wirklich nur zwei Waffen hier. Und hier sieht man auch die Fraktion jeweils oben. Genau. Das ist für die Fraktion der Wiedergeburt und das ist für die Siedlung Band. Dann haben wir hier die Pumpguns, oh wunderbar, die TOS abgesägt, die Remington, also es ist schon geil. Oh, es sucht um 0 bis 4, ach du Scheiße. Dann haben wir hier die Scharfschützengewehre, die Winchester dann. Das wäre halt die nächste Waffe für 11.000 für Rang erfahren, also Stufe 3 wäre das, soweit ich das sehe, wir sind Stufe 2 bis jetzt. Also wenn es klappt, nach einem guten Spiel, könnten wir es schaffen. Und also mein Ziel ist eigentlich hier der Hüter. Zwar wenig Schaden, aber halt höheres Magazin und eingebauten Schalter. Das natürlich, oder halt Kapitän, als Kapitän dann das Dragunov.
Sehr schön. Das ist natürlich. Oh, das ist. Jetzt hoffe ich wirklich, dass es nicht allzu schwer wird. Kommandokampf, Labor weg. Kommandokampf, jetzt weiß ich gar nicht, was das ist. Verstecken Sie die Position Ihrer Gruppe im gegebenen Bezirk, um möglichst viele Gegner zu zerstören. Jeder Tod eines Kämpfers nimmt einen Punkt, der bekräftigt. Ja, wie gesagt, das Deutsche hat dann nicht so gut übersetzt, aber. Wir sehen drüber weg, wir wissen, was es langsam. Also, man muss erstmal. Manchmal muss man überlegen, ja, was hieß denn jetzt? Ach ja, das, genau, ja, aber. Ja, es ist schon, naja. Es dauert jetzt länger zu laden, aber weiß auch nicht so lange, aber das ist halt, weil Fraps nebenbei aufnimmt und mit die Platte vollläuft. Ich hoffe, es reicht aber für eine Aufnahme jetzt, dass ihr halt mal seht, was ist. Sobald das Spiel halt von Rapture unterstützt wird, wird auf jeden Fall damit aufgenommen, weil damit läuft es einigermaßen flüssiger. Die Grafik ist so, also ich finde, ich bin sehr begeistert von der Grafik. Die ist, ach, ich bin in den Spiel reingetreten schon. Genau, es läuft eigentlich so ganz gut. Genau, zum Beispiel anlegen, das jetzt schon, das ist schon, dann gibt es schon hier den Nahkampf. Dann haben wir noch, dass die Texturen laden gar nicht richtig, sehe ich gerade. Ach, das ist ein Deathmatch, 100 zu 9. Ah, ne, dann. Damit habe ich schon den ersten Kill gemacht. Zur Zeit ist halt leider, ich habe noch nicht alle Missionen geschafft, weil manchmal sind sie für mich so ein bisschen unschaffbar wie Granaten. Ich weiß weder, wo ich Granaten kaufen kann oder ob es überhaupt schon geht. Hier unten war da gerade einer. Wenn ich immer ein bisschen leiser bin, weil man muss sich hier teilweise echt hart konzentrieren. Weil das Ziel ist nicht einfach drauf halten und man muss wirklich treffen. Ich weiß gar nicht. Wow. Das war böse. Oh, alter Schwede, Kopfschuss. Ja, Mann. Oh, nein. Alter Schwede, aber ihr seht, das ist. Also, und der Sound, der knallt so dermaßen rein. Das ist echt geil. Also, das Spiel, ich glaube, um die Uhrzeit auf der Anlage. Nachbarn wach. Aber es ist schon recht heftig. Ich bin schon ein bisschen. Oh. Das ist ein bisschen der erfahrene Junge hier vor uns. Ich glaube, hier gibt es so richtig gut EP, weil das alles höhere sind, das sehe ich schon. Vorsichtig sein hier. Meine Maus ist so gerade oberempfindlich, weil das Spiel echt. Nein, ah, da hat er sich umgedreht, ich wollte ihn drin machen. Scheiße. Oh Mann. Ach Gottchen. So, was haben wir hier? Gays zum Beispiel. Was ist, wie viel Gays? Das weiß ich alles nicht, was das ist. 3-2 haben wir zur Zeit. Na gut. Könnte besser sein, aber da die alle halt ein bisschen höher schon sind. Das merkt man halt echt, weil die Waffen wirklich mehr Durchschlagskraft bekommen. Weil einfach um zu zeigen, dass man, ich bin schon so immer Geld sagt, ja, die verdienen ja Geld schon damit mit dem In-Game-Shop, aber die entwickeln echt Respekt für so ein geiles, fuck da, für so ein geiles Spiel. Das ist echt, das muss man einfach.
verdammt laut. Ich will über die Tasten nehmen, weil die so dolle drücken. Seid ihr Bitchen? Ja, man hört es halt schon, die haben nur ganz andere Waffen als ich. Und ich komme hier nicht rum. Die Mission zur Zeit mit Granatenkills und... Oder gerade in der Ecke. Nein! Wow! Nice! Teilweise ein One-Shot, bis ist man weg. Und von der Beta gibt es schon, das ist wahrscheinlich schon gefühlt die 12. Map, die ich noch nie gesehen habe. So, ab geht's. Die haben dann natürlich eine bessere Tarnung, die neuen Leute. Wow! Vielen Dank. Fuck you! Da war er hinten am Campen. Verdammt. Also ihr seht schon, das ist, man muss wirklich die Augen aushalten. Ich habe jetzt noch keine Zielfernrohre gesehen oder so im Shop. Also entweder bekommt man die erst mit einem gewissen Level. Oder die sind noch nie integriert. Ein Zielfernrohr auf die Waffe, das wäre wirklich schon... Also das wäre extravagant schon. Weil teilweise macht man echt schon Schüsse, wenn man sich selbst sagt, wow. Wenn man halt bei der Mosin halt nee, jetzt so ganz nach hinten hat man ein Stück was drin. Aber ansonsten so auf die Nähe geht. Hier nicht. Ah, aber ich hab den gekriegt. Sehr gut. Ach ja, was ich euch auch noch zeigen muss, dann, wenn wir im Hauptmenü, also im Charakterbildschirm sind, und zwar Munition. Da campt da oben drinnen. Da ist er. Hä? Bin ich gerade blind oder bin ich gerade blöd? Hier war gerade einer oben drinne. Bin ich gerade verwirrt. Oh Gott, das wäre mein erstes Match zu werden, was ich wirklich verliere, weil wir haben eh einen 40. Die haben 55.
Oh Gott, mein Herz. Das war immer von mir sogar. Also ihr seht doch, Freundesfeuer ist immer an. Und sowas sollte halt nicht passieren, weil man sieht eigentlich den weißen Punkt. Ja, ich spreche nebenbei. Sorry. Ja, das ist relativ schwer. Nein, nein, nein. Ah! Einfach so laut, das ist Wahnsinn. Okay, Sackgasse. Oh. Ja, die Maps sind teilweise sehr verwirrend. Na, wo kommt der denn jetzt her? Ah, oh, da läuft, jetzt haben wir es fast aufgeholt. 28, 22. Oh mein Gott. Run, Bitch, run. Wir müssen das schaffen. Ja, kommt. 4 Kills von den Gegnern noch los. Wir können jetzt nie versagen, Leute. Ne, ne. Wow, er steht immer gleich. What the fuck? Das wird nicht Kopf an Kopf rennen. Halleluja. Wenn jemand? Ja. Ja. Jetzt. Penner! Leg dich niemals mit einem Haar. Nein!
Wieso denn die Granaten? Ach ne, der weiße Balken ist ja unser Leben. Oh. Stimmt, wir haben jetzt 12, die Gegner haben 14. Oh. Das hab ich direkt mal vertippt. Verdammt. Oh Gott, was ist denn jetzt? Ach, Verlust, ah Gott. Na gut, was haben wir bekommen? Was? Reparierungsausrüstung. Oh, das ist fast. So, 9-11, na Gott. Bester, oh, wir waren bester. Mensch. Unser bester Partner war der rasierte Ramon. Gut. Neun getötete Hilfe für 2, Geld 450, da seht ihr halt. Verhandlungen im Kampf 200, Verbündete 40. Für die Gegner bekommen wir halt am meisten Geld. Also wir haben 690 bekommen, sondern in Erfahrung 100, oder? Ach ne, das sind die Punkte für die Fraktion. Und das sind die Erfahrungspunkte. Ja, leider nehmen Level ab. Jetzt kann man sich halt hier für Premium dann die Karte kaufen für 100 Gold, dass man halt noch mehr Items bekommt, aber das ist halt nur erstmal jetzt hier relativ. Genau, was ich schon zeigen wollte ist im Charakter-Screen oder die Objekte. Wir haben erstmal noch das, hier ist das Gewicht, hier ist Helm, Maske, Handschuhe und alles. Und dann gibt es halt hier noch die Munition. Denn ihr habt für jede Waffe, müsst ihr Munition kaufen. Und ihr könnt nur begrenzte Sachen mitnehmen. Zum Beispiel habe ich hier nur so einen Pullover an, stand dort. Und da passen maximal 2 Magazine rein. Wenn man jetzt hier eins raus, genau. Wenn wir jetzt für die Pistole eins rausnehmen, könnte man für die Mosin eins mehr mitnehmen. Wollen wir auch nicht, weil Pistole, ja gesehen, ist ab und zu ein Lebensretter. Aber was wir noch machen, wir holen uns noch schnell alles. Hallo? Achso. Ja, ich hatte auch nichts im Inventar. Im Laden. So, wir gucken mal. Ist gar nichts. Kurven, bin ich gerade bescheuert. Ach doch, hier. Ah, das ist schon relativ teuer. Rüstung 10, Isolierung 10. Das wäre halt wenigstens was Dunkles für 1900. Nehmen wir das kleiner Kauf. So. Und jetzt geht euch mal die Handschuhe an und das gibt nämlich auch die Geschwindigkeit beim Zielen. Zeit zusammen von Artefakten, okay. Okay, das hab ich nie gewusst, aber wir nehmen auf jeden Fall auch die Handschuhe mit. Stiefel geben halt, würde ich mal denken, nee, kein Bonus. Hosen, was gibt das? Rüstung, na gut, Rüstung, gut. Gasmasken für die Artefaktsammlung. Und dann gibt es noch die Artefaktbeutel. Helme leider keine. Ach, weil die Rüstung. Die geben richtig gut Rüstung. Okay, und das Geist, nächste Geiste ist. Was war das? Man sieht wirklich jede Veränderung. Und das ist einfach so geil. Handschuhe. Und der liebe Junge hat Handschuhe an. Ich würde sagen. Ja. Ich würde sagen, fürs erste reicht das mal. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Wahrscheinlich dann zu zweit. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert, macht Kommentare, schreibt Kritik. Und wenn euch das Spiel gefällt und ihr vielleicht runterladen wollt, ist ein Open Beta, ist alles kosten, alles ist free to play. Ihr könnt Geld reinstecken, wenn ihr wollt, ihr müsst es nicht. Und wenn ihr spielt, können wir einen Plan aufmachen, vielleicht so einen YouTube-Plan. Wäre auf jeden Fall nice. Dann würde ich sagen, man hört sich, ahoi und bye bye.